So könnte die Paketzustellung der Zukunft aussehen. Lieferroboter kommen direkt vor die Haustür. An diesem Konzept arbeitet die in London ansässige, von Skype-Mitbegründern geschaffene Startup-Firma Starship Technologies. Nach einem ersten Testlauf in London sollen die autonomen Lieferkisten demnächst in anderen europäischen Städten rollen. Wir haben bislang gut 8000 Kilometer auf öffentlichen Gehwegen zurückgelegt. Wir haben knapp 400.000 Menschen beliefert und dabei viel über die öffentliche Wahrnehmung und soziale Akzeptanz erfahren. Die Reaktionen sind in der Mehrheit positiv. Wir sind bereit, in den wahren Lieferservice einzusteigen. Der Lieferroboter hat 6 Räder, wiegt knapp 10 Kilogramm und kann Pakete in einem Umkreis von 5 Kilometern ausliefern. Er ist mit Kameras ausgestattet und wird auf Distanz via Internet gesteuert. Der Mensch kann jederzeit eingreifen und die Kontrolle über das Gefährt übernehmen. Der Kunde weiß via App, wo sich die rollende Kiste gerade befindet. Kommunizieren kann sie auch. Es gibt keinen Fahrer, keinen Laster, keinen Motorroller, sondern einen Roboter, der bis vor die Haustür fährt und Ihnen die Pizza, das indische oder japanische Essen liefert. Es ist eine völlig andere Erfahrung für Menschen, die sich Essen zustellen lassen. David Buttress vom Lieferdienst Just Eat beobachtet die Entwicklung dieser Technologie mit großem Interesse. Gerade in den vergangenen 3 oder 4 Jahren hat die Robotertechnik große Fortschritte gemacht. Die Technik ist in wenigen Jahren einsatzbereit, nicht erst in einem Jahrzehnt. Tests mit mehreren Partnerunternehmen sollen in diesem Sommer in Deutschland und der Schweiz beginnen. In Deutschland sind für Testfahrten solche Roboter auf der Straße Ausnahmegenehmigungen erforderlich.